Und hallo zur nächsten Folge. Das ist Folge 9 von Let's Build, ein Cursor-Dorf. Dabei sind wir ziemlich verrückte Menschen. das ist auch so. Machiavelli, Julius. Und du. Quatsch, nur ihr Chan, beide. Timon, Boosty. Und Paleon. Ja, du hättest mich jetzt vergessen. Chan freist gerade sein Nackensteak. Oh, wer hat ein Nackensteak? Boah, ich hab auch Bock auf ein Steak. Und zuallererst gucken wir uns natürlich Boosty Sachen an. Ja, so weit bin ich noch nicht. Boosty richtet nämlich gerade ein. So weit? Er hat schon, muss schon mal gesagt, Essen in sein Haus gelagert. Schon... Ja, sogar schon Prioritäten gekocht. Muss man setzen. Er hat hier einen schönen Teller mit Brot, irgendeiner lilanen Flüssigkeit und ein Pilz. Ich glaube, das sind eher Beeren. Ach, das sind Beeren. Boosty isst Beeren. Von Beeren schrumpft der Bizeps. Genau, und oben hat er noch nicht eingerichtet, was ich nicht so schön finde. Von Bärenfleisch, nein, da wächst der Bizeps von Bärenfleisch. Und ich selber baue jetzt weiter an meinem Haus. Palem, wie haben wir das gemacht? 112, oder? Immer so exzentrisch. Steigung. Links. Was? 112? Wo wollt ihr die Feuerwehr rufen, oder was? 112. Nein. Das Haus kein Kamin? Team, die kannst du noch einbauen. Es gibt nur, Wally, es gibt nicht sowas, nicht so, wie du es gerade gesagt hast. What? Ja, aber 112 und dann nur 1er, oder was? Ja, aber du kannst auch 2-2er einbauen, oder 3, wie gut das Sache ist. Also die Form ist nicht gleichmäßig. Ja, du hast die aber bisher gleichmäßig gemacht. Dann mache ich mal 112111111. Warum 1, sagen 1, wir jetzt 2, alle 2, unnötigen 1, 1. Zahlen? Ja, hier 35, 6, nee, 17, Quatsch, 66, 88. Ich sag nur 1 und 2, 88. 7, 11, 10, 13, 12, 18, 12. Ja genau, ich hab's gesagt. Wally, deine Lehrerin von früher tut mir leid. Ich hatte einen Lehrer. Wally hatte eine Lehrerin? Der tut mit. Oh Gott. Ja, ich hatte. Bis ich schwanger wurde und vergewaltigt wurde. Von dir. Von mir. Ja, von dir wollte ich gerade sagen. Baguette? Maka? Oh, Baguette. Oh, Baguette. Ich würde mal hier quasi ein Querdach machen, also ich würde das Dach T-förmig aufbauen. Hat irgendwer Einwände? Ja. Ich habe gerade das erste Stück probiert und es ist deliziös. Deliziös. Ist eine Soße drauf? Immer solche Fachwörter. Es ist Alter, mariniert. Anständiges Fleisch braucht keine Soße, weil der... Ist es mariniert? Kräuterbutter geht immer. Aber Nackensteak ist halt voll ist low so ein... quality und so, wisst ihr schon, gell? Ja. Minutensteaks. Weißt du, Wally, es gibt einen so Unterschied zu uns. Und zwar, und es muss schmecken. Mit Barbecue. Bei dir muss es halt irgendwas anderes. Einfach andere Leute ausreden lassen. Bei mir muss sprechen. Es nicht schmecken. Ich kann mich andere Leute ausreden lassen. Nee, aber das ist halt voll low quality so. Alter, lass doch mal. Oh, scheiße, jetzt unterbreche ich euch. So ein geiles Beirät. Oh. Oder so ein schönes T-Bone oder sowas. Oder okay, Wally, wir einigen uns, wenn wir uns irgendwann mal treffen, du kochst. Okay. Ja, aber. Ja, er ist doch auch der Koch, oder? Ja, so ein schönes Chateaubriand mit Trüffelstampf. Oh. Nein, weil die ist wieder gekommen. Nein. Ach, nicht schon wieder. Man hört nun. Sicher. Aber da wollte ich gar nicht hin. Sicher das? 2, 2, 1, 7, 12. Oh, what the fuck? Ja, 12. Mir alles zu viel. Aber ich finde die Mühle, das Sägewerk sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Danke. Was? Ich glaube, ich komme auch mal, guck mal bei euch vorbei. Also der Grasboden gefällt mir. Ja, das ist mein persönlicher Favorit. Der gefällt einem auch. Vor allem diese Palion-Schleimer und das so. Das Schaf hier auf der Brücke gefällt mir sehr gut. Dankeschön. Dieser Rollstuhl hier. Das Schaf ist tot. Hat das tote Schaf sich schon verhungert? Nein, hör auf. Boosty, der war so scheiße. Das ist nicht mehr feierlich. Ist mir scheißegal. Scheiße. Was hat Boosty denn gesagt? Das rote Schaf sich. Nein, was hat er gesagt? Nee, der hat sich das tote Schaf. Genau. Der war so scheiße, dass ich es mir gar nicht gemerkt habe.
Ist er hat sich egal. Das tote Schaf einfach umgedreht. Nein, innerlich schickt sich Musti. Boah, ich glaube, ich gehe gleich wieder auf und zock lieber was anstatt. Ich find's lustig, dass Wally sich darüber so aufregt. Innerlich denkt sich Musti gar nicht aufregen? Hast du mich schon mal aufregend gesehen? Ja, Wally, du schreist immer rum und greifst nach dem Mund. Marker, daran verzweifle ich nicht. Was, ich greif nach wem? Du greifst doch nicht, du okay, du kannst doch... Greif nach deiner Mutter, hä? Nein, nicht nach meiner Mutter. Mach ich in die Ecke rein. Nee, ich nehme meine Mutter und schmeiß sie durchs Headset. Alter, auf einmal ist das ein Dach. Alter. Yeah. Suddenly a wild Dach appeared. Ah, ich weiß. Ihr und eure Mütter Fetisches. Fetisches. Aber ich verurteile euch nicht. Neue Subway, die sind unvollständig. Ja, ich weiß sicher nicht, wer gesehen bin. Wow, Timon hat eine extra Schrift. Denkt ihr, wer was Besseres als wir? Pfui. Kannst du auch machen, ne? Was? Kann ich auch machen? Penis geht schöner. Wie das denn? Ja, richtig schön. Oh Mann, jetzt mach mir keine falschen Hoffnungen. Das nenne ich voll unfair. Und ja, okay, die Fenster sehen besser aus, Marker. Also auf jeden Fall, die Fenster sehen besser aus. Ja, finde ich auch. Ja, kann man so sagen. Oh je, Leute. Alter, begrüßen wir alle vernünftig Hulk. Hey Hulk. Er sieht uns auch nicht geil wie ich. Auf welche seid ihr? Unserem? Awesome shit. Oh verdammt, vielleicht soll ich mein Nickname ändern. Er ist mir der Kürze. Deine Mutter nehmen wir auch. Nein. Hanteln. Ey, der ist doch ganz offen fest, oder? Willst du das Dach jetzt hier machen? Oh Mann. Wo ist er denn? Er ist gar nicht da. Doch, ganz unten. Jetzt müsste uns nur noch irgendein so ein Fitness-Typ anreden, so, ja, ihr wisst schon, dass das nicht stimmt. Hallo Hulk. Ist jemand reingekommen, oder? Hallo Hulk. Ja, ich hab Hulk gerade reingemoved, aber ist... Hulk! Oh Mann, Hulk. Komm doch wieder und sprechen. Er ist übrigens doch nicht gestorben, deswegen ist er jetzt doch da. Das war vorhin einfach nur eine Ausrede. Ja. Wo macht man denn die drübere Seite, Ende im Gelände? Ende im Gelände? Oh. Oh, jetzt kommt er mit den Skills. Oh, oh, das sieht ja ganz klar nach Förster doch aus. Ja. Komm mal zu mir und sagst mir, was ich in die Ecke hier hauen soll. Warte, Hulk, zeig mal Bizeps. Was soll ich in diese Ecke hauen? Das soll ja so ein Dorf sein, ne? So ein, schon ein Dorf, ne? Ja. Ja. Sollen wir dann auch so eine kleine Mine irgendwie so machen? Das soll ein Dorf sein. Nein, ja, ein Dorf. Keine Mine, was aber hat eine Mine im Försterdorf? Das ist ein Försterdorf. Ja, dort leben Holzfäller und Säger. Dörfern gab es auch früher Minen. Ja, aber nicht egal. Wir machen noch ein Minendorf. Ja, okay. So Bergmeister. Wenn du unbedingt eins haben möchtest. Weil hier der Berg ist hier so kahl und ich würde hier gerne eigentlich sowas mitmachen. Ey, ich hab das Wichtigste vergessen. Scheiße. Du kannst Bäume placen, wenn du willst. Oder man könnte da so ein Fluss, man könnte an dem Fluss was anfügen. Man könnte so eine Quelle machen. Nein, mach da nicht. Mach da nicht, Chan. Nee, Timon, bist du. Ja, ich hab einfach geredet. Er wollte einen Dreier machen. Nee, schau, da ist Dreier Abstand, das heißt, da drüben muss auch ein Dreier Abstand sein. Echt? Okay. Meine Güte. Einmal mit Profis arbeiten. Schleimer. Hallo? Event. Bauen mit Dingens. Oh, jetzt kommen so viele Leute. Müssen wir die alle einladen? Oh, es sind 10 Leute online. Ja, zieh auch noch einen schon rein. Hey, wir können auch so die Map zeigen. Warte, da hätten wir gleich oben bleiben können. Timon, komm mal kurz. Mehr komm. Wo macht man die drübere Wand, Maka und Timon? Wie findest du es so? Ich hab grad eine WhatsApp-Nachricht. Scheiß auf WhatsApp. Er denkt, er wäre fame. Hey, du hast doch Freunde. Ja, passt, Maka. Komm mal hier nach links. Wer? Maka und Timon. Okay. Links. Links. Da wo das Dach nicht ist, genau. Wie weit geht man hier mit der Wand, dass ich vom Dach her ungefähr richtig bin? Direkt hier ein bisschen, ne? Megalex. Ja, wo wollen wir die Wand machen? Hier oder weiter? Oder direkt hier? Zwecks dem Dach? Ja, wer noch? Wally, hast du den Kran wieder weggemacht oder wie? Welchen Kran? Ja, der hier drin war. Wir hatten noch vorher einen Kran. Ja, da haben wir rumgeworfen. Oder?
letztes Mal gemacht. Oder? Das Sägeblatt kannst du noch umschneiden, da kannst du noch eins reinschieben. So. Oh, ja. Stimmt. Move one. Viele Förster auf Scheiße habt ihr gerade eigentlich schon gemacht? Bevor ich null. Du bist im ersten Teil gekommen, den ich gerade. Ich hab gerade gedacht, ich kann mich irgendwie jetzt wieder irgendwie so raus ein bisschen zocken eigentlich. Ich hab nein. Spiel gekauft. Du musst jetzt hier bleiben. Bist verpflichtet. Nein, das ist voll peinlich, dass ich mir gekauft habe, aber ich will mit einem Freund suchten und das geht halt nur mit dem Spiel. Goat Simulator? Wir müssen das ja, Farm Simulator 3000 oder diese Kuh, nee, diese Ziegen-Simulation, Kacke da. Goat Simulator. Ja, was ist ich gerade gesagt habe. Ja. Wir müssen das hier umbauen, Wally. Ja, egal, es ist jetzt gerade egal. Oh, Maka und Timon, wie soll ich es hier drüben machen, vom Dach her? Ja, warte doch kurz. Lass uns da einfach dann mal die Wand bauen und dann schauen wir wegen Dach. Ja. Timon? Ja, deswegen wollte ich jetzt sagen, wo bauen wir die Wand? Ja, das schaue ich gleich. Warte. Rein, so lange wird mir rein theologisch gesehen müsste die hier hin. So. Ja, eigentlich. An der hier entlang, die schon steht? Ja, ich tu mal, ich schau mal gleich, wie das vorne Bali läuft. Was hältst du davon, wenn man hier oben, wie soll das später aussehen, so eine kleine Plattform drauf macht? Julius? So einen Weg so da runter. So aussichtsplateau-mäßig, weil das ist so das Dorf und dann kann man da so unten ins Tal reingucken und so. Was, wolltest du gerade Titten sagen? Alter. Was denn? Ja. Wo? Ich habe niemals, nicht mal an. Ich habe Titt, das habe ich gehört. Er wollte Titten sagen. Habt ihr es gehört? Ja, ihr habt es gehört. So eine Aussichtsplattform, so dass man so das Tal überblicken kann. Nee, warte. Nee, auf Aussichtsplattform und so gab es ja früher eigentlich nicht. Weil sogar so machen. Warte kurz. Also es gab bei jedem Dorf mindestens einen Platz, wo du ungefähr gucken kannst, ob Feinde kommen, aber da Wally gegen einen Turm ist mit Sicherheit, würde ich hier keinen Turm hinmachen. Und deshalb würde ich hier so eine Plattform machen, weil das es her oft gab. Allein um das Tal zu überblicken. Ja, lass es so machen. Ja, eben. Ja, kannst machen, Julius. Aber nicht zu groß, wirklich. Also wirklich ein kleiner Unterstand vielleicht, maximal. Nee. Doch. Anders. Nee, doch. So. Doch. Ja, das ist fast besser. Genau. Weil hast du mir geantwortet. So? Ja, ich hab dir geantwortet. Ja, bedarf gesagt. Unterstand maximal. Was? Ein kleiner Unterstand maximal. Also kein Turm, wie gesagt, aber halt. Ja, eigentlich so, wollte ich nur so einen kleinen Platz hier oben drauf, dass du so da runter gucken kannst. Ja, Platz. Mach halt einfach einen Unterstand. So ein Zelt, so ein halbes Zelt kannst du machen, ja. Nö, ich wollte das weißt nicht machen. Schon, so ein Dreieckszelt. Ich wollte das doch nicht machen, ich entwickle nur Ideen. Weil ich gerade kein du baust es jetzt, los! Alter, ich will eigentlich beim Dingsmus weiterbauen, wo Miss Rix mit mir baut. Ja, aber Miss Rix ist nicht da. Das ist nicht so wichtig. Ja, aber ich baue ja da mein eigenes Häuslein. Ja, oder? Ich weiß nicht, ich kann mich auch nicht entscheiden. Oh, Dark ist im TS. Wahrscheinlich sieht er uns? Ich ziehe mal rein. Nein, man sieht uns. User was moved to your channel. Dark! Uhu. Haha. Also, gar nicht so schlecht aus, ne? Ja, guten Abend. Guten Abend. Ja, wir machen gerade Aufnahme. Schöne guten Abend. Sag mal Hallo hier und so. Hallo hier und so. Hallo, YouTube. Hallo YouTubes. Hallo. Okay, Hulk, back zu dir. Wo waren wir? Ich hab das ein bisschen umgebaut. Was ist umgebaut? Weiter nach hinten geschoben, weil sonst hat es hier nicht geklappt, weil hier einfach das Ding direkt an dem Holz war. Ja, kein Problem. Ich stehe auf eure das greift und das Zahnrad, das gerade. Timon, kennen Sie dich mit Wild Edit aus? Hier brauchen wir noch eine Befestigung. Ja. Hier, dann flip mal bitte diesen Giebel hier rüber. Ah, warte, ich will die neuen Holzmauern benutzen, ich liebe sie einfach. Giebel? Weil ich würde das hier anders machen. Giebel? Mit den Zahnrädern. Den wir gerade gebaut haben. Ich hier würde hier ein großes Zahnrad machen. Mit also ein etwas sehr größeres Zahnrad mit auch Halfstones, dass du das wirklich da so reingreifen lässt mit dem kleineren. Dann Julius, nee, das geht weil nicht in der Größe, das sieht scheiße aus. Aber es ist immer so, dass größere, kleinere angetrieben haben, wegen diesem kleinen Übersetzung nennt sich das ja, genau. Auch. Nein, Übersetzung nicht. Doch. Es ist wieder schneller. Ja, aber du redest allgemein. Den wir gebaut haben. Von der, ist, man von kann von größer auf kleiner übersetzen und von kleiner auf größer. Genau, da musst du spezifizieren. Auf jeden Fall, das wäre cool, das würde sogar klappen.
Ja, dann mach warum das doch. Also nicht? Nein, ich sehe das scheiße aus. Das sieht total scheiße aus. Warum sieht das scheiße aus? Mach's doch. Das sieht komisch aus. Warum? Oder maximal eins in jede Richtung. Maximal eins in jede Richtung. Ja, nur dass es so übergreift, dass es hier so reingeht. Ja, dann bau das Zahnrad. Nö. Nee, dann bleibt Alter, das Ende. Spann dich gleich. Ich will nur ein paar kurz interessante Sachen liefern, bevor ich aufgehe. So, Boosie, was hast du gesagt? Du baust ja das, oder bist gleich still. Ja, ich geb doch nur so schön la la la, bla bla bla, ich hau jetzt ab. So, warte. Wally, warte kurz. Jetzt zeigen wir erstmal, was wir geschafft haben, diese Folge. Ja, wir haben noch gar Folge nicht geschafft, wieder vorbei. Das sieht genauso aus wie vor zwei Folgen. Boosty hat mit der oberen Etage angefangen. Hast du toll gemacht, Boosty. Jetzt platziert er gerade ein Bild. Folge ist schon warum wieder vorbei. Warum hört sich das so ironisch an, Palion? Wo ist überhaupt Palion? HTP. Wer ist Lissy? Wieso ist die auch von der Seite sieht die weil sie entschnell. Das sieht schon fast fertig aus. Sehr schön. Ist toll gemacht. Von vorne sieht es auch schon ziemlich weit aus, also das Sägewerk ist schon gut vorangekommen. Boosie, ich mag immer noch, wie du einrichtest, es sieht voll toll aus. Ja. Und man hat ja auch einen schönen Eingang gebaut. Ist echt cool, Maka. Und Jan hat gegessen. Also, ja, Jan hat ein ganzes Steak aufgefressen, ey. Ist Lissy ein Mädchen? Ja. Also würde ich sagen, tschüss. Titten!